Hallo und herzlich willkommen hier bei Zec Fishing Bales. Ein Video habe ich euch noch versprochen, was definitiv kommen soll, und zwar das Topwater Angeln mit dem Bambusstock, das Umlenken über den Bambusstock im Sandabriss hinein. Meine zwei Gäste, Lukas und Manfred, begleiten mich hier am Grande Fiume. Ich habe jetzt schon die Unterwasserposen rausgezogen, um etwas Zeit zu haben, um euch das mal genau zu zeigen. Ich habe hinten schon das Boot soweit alles vorbereitet, damit wir dann starten können. Eine Montage zeige ich euch dann gleich noch, weil ich die bauen muss. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffe natürlich, dass der ein oder andere wertvolle Tipp für euch dabei ist. Okay, bevor ich das Vorfach vorbereite und die Stöcke erstmal ins Wasser bringe, zwei, drei Sätze, warum ich das überhaupt mache. Ich versuche, meinen Winkel für meinen Köder zu optimieren. Und es gibt ganz viele Bereiche, nicht nur auf dem Sandabriss, sondern auch im Buhnen zum Beispiel, wo das extrem effektiv sein kann, mit diesen Oberflächenposen einen anderen Winkel zu erzielen, mit einem Fixpunkt, den ich irgendwo befestige. In unserem Fall heute, was ich euch zeige, ist der Bambusstock. Der eine oder andere wird vielleicht dem Bereich schon bekannt vorkommen. Das ist ein Platz, wo ich mit Christian euch das Umlenken mit den Bambusstäben gezeigt habe für die Unterwasserpose. Jetzt aktuell im Juni, Wassertemperaturen über 26 Grad oder knapp 26 Grad, extrem viele Eschen hier auf den Abriss. Sieht sehr interessant aus und ich möchte das heute mit meinen Gästen befischen. Und da wir in den letzten Tagen damit Erfolg hatten, möchte ich euch das gerne heute zeigen. Ich hoffe, das Wetter hält sich, denn es hatte immer mal geregnet in den vergangenen Stunden. Aber ich hoffe, das zieht jetzt außenrum. Ich bereite jetzt das Vorfach vor und dann bringen wir das mal alles in Position und dann zeige ich euch, worauf es da wirklich ankommt. Ein Vorfach muss ich noch vorbereiten für diese Art der Fischerei. Das eigentliche Topwater-Rig habe ich euch schon mal vorgestellt in einem separaten Tutorial. Da könnt ihr auch noch mal genau reinschauen. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht näher ein. Was vielleicht zwei, drei Sätze noch benötigt, ist einer der wichtigsten Punkte, die Oberflächenposen. Das sind Netzschwimmer, gibt es ja im Fischereibedarf für relativ kleines Geld, und ich baue mir diese ganzen um. Das sind 60 Gramm Modelle und da unten drin ist ein Blei jetzt eingegossen. Und ich möchte das, damit die Pose sich nicht in den Strömungsdruck einfach nur dreht, die sollte austariert sein. Halter für Knicklicht etc. brauche ich nicht. Es geht wirklich nur darum, den Köder oben zu halten, denn die Stöcke stehen nachher auf den Abriss, aber der Köder liegt, je nachdem, wie der Abriss genau verläuft, einige Meter dahinter. Also das kann durchaus sein, dass das 20, 30 Meter erst hinter diesem eigentlichen Stock unser Köder präsentiert wird. Und wenn der Schwimmer zu gering ist, beziehungsweise wir keinen einsetzen, dann ist immer die Gefahr da, dass der Köderfisch nach unten gehen kann. Also der kann sich entweder sogar auf den Grund legen im schlimmsten Fall. Aber dadurch, dass wir keinen reinen Fixpunkt haben wie beim Stein, ist die Gefahr extrem groß, dass der auch wieder nach oben schwimmt und mit unserer Hauptschnur in Berührung kommt. Weil die Schnur vom Stock bis zur Pose durchhängt. Ja, das ist ein extrem unauffälliges Angeln. Vorfachlänge variiere ich immer so ein bisschen. Ich teste das jetzt so an. Ich fische aber gerne so 1,20 Meter lange Vorfächer und dann die Pose davor. Das war jetzt schon alles. Ich verwende dafür Mr. Wallerhook. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, schon rumgesprochen. Größe S, absolut mein favorisierter Haken. Dazu
denselben Drilling, also auch Größe S. Gerade bei dieser Fischerei mit Meereschen sind Drillinge in meinen Augen absolut top. Und wir haben jetzt verschiedene Vorfächer fertig. Wie gesagt, das war jetzt das letzte für unsere dritte Rute. So sieht das Ganze aus. Kennt ihr schon alles? Und jetzt schnappe ich mir die Hauptschnur. Und auf der Hauptschnur als allererstes ein Wirbel, ein Tube, wo wir ein Knicklicht drin verbinden können. Das stellt nachher unsere Distanz dar. Und jetzt stoppe ich mir als allererstes, genau wie bei der Mono auch, meinen Schwimmer relativ einfach. Mache ich das auch mit diesem Rig Tube. Was ich gerne mache, einmal, weil ich sie habe, ich sichere das Ganze dann nochmal mit einer Perle vor der eigentlichen Pose. Und ganz wichtig, wie gesagt, die Pose muss fest sein vor unserem eigentlichen Vorfach. Jetzt befestige ich noch mein Vorfach. Dann geht es in die Badehose. Da kann ich euch das nämlich am besten zeigen. Und gerade jetzt im Sommer ist das auch wirklich die effektivste Methode, um die Stöcke rauszubringen. Und fertig ist das Ganze. Ich schiebe jetzt den Stopper bis an meine Pose. Und fertig ist das Ganze. Relativ kurzes Vorfach in dem Fall. Wie gesagt, das variiere ich ganz gerne. Das richtet sich natürlich immer ein bisschen nach der Gewässertiefe. Hier der Abriss, der hat jetzt zwischen 1,60 Meter, der tiefste Punkt 3,40 Meter ist der tiefste Punkt. Das kommt auf 1,60 Meter und nach außen, die werden etwas länger. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, der Schwimmer ist fest, ganz wichtig. Und dann zeige ich euch, wo die Stöcke erstmal hinkommen. Gut, jetzt sind wir erstmal auf dem Abriss gefahren. Hier haben wir jetzt schon 2,5 Meter, also 2,60 Meter, um genau zu sein. Alles voll mit Meereschen. Und ich setze jetzt erstmal die Stöcke. Und wie gesagt, das geht wirklich am schönsten und mit der meisten Kraft, wenn man dafür ins Wasser geht. Hier haben wir jetzt 2,90 Meter kurz. Und jetzt kommt der Abriss. Gut. So, kein Handy einstecken haben. So, das ist der Abriss. Jetzt mache ich euch erstmal das Boot fest. Okay, 3 Bambusstöcke haben wir uns mitgenommen und die setze ich jetzt an den Abriss entlang, bevor das tief wird. Und wie gesagt, gerade im Sommer ist das halt extrem angenehm in der Badehose. Aber immer wieder wichtig, Jungs, unterschätzt das nicht. Da macht ihr einen Schritt von 80 cm runter auf 2 Meter und wir setzen die Stöcke außen und nehmen nachher die Stöcke nur, um den Winkel so zu verändern, dass wir in dieser Flucht angeln. Und dabei sind 2 Kanten besonders wichtig. Einmal die, die hier runter geht. Und die wichtigste, so ist meine Erfahrung, ist eigentlich die zum Fahrwasser hin, nach außen. So, und außen heißt halt immer Sandbank, schnelle Strömung, hartes Wasser, dadurch Strömungsdruck auf diesen Stöcken. Ich habe schon viel probiert und viel experimentiert. Das Vibrieren, was wir jetzt haben durch die Strömung, stört mich nicht und dem Fisch schon gar nicht. Die Schnüre hängen nachher durch. In dem anderen Video mit der U-Pose habt ihr gesehen, da lenke ich dann nochmal um, da hängt dann nochmal ein Stein drin. Also ich habe da noch nie Probleme gehabt. Und das ist für mich am einfachsten. So, jetzt schnappe ich mir gleich den nächsten Stock. Das ist unser erster Stock und den setzen wir jetzt hier außen noch hin. Ich mache das immer mit einem guten Kumpel. Da geht das wirklich am besten. Ich mache das jetzt mit Lukas, dass der die Kamera führt. Wie gesagt, ich habe den riesen Vorteil, wenn ich stehe, ich treibe halt nicht mit dem Boot hin und her. Da habe ich viel mehr Kraft. Natürlich schaue ich mir das vorher mit dem Echolot an. Aber ganz wichtig sind immer wieder die Strömungsverhältnisse im Auge zu behalten. Hier ist jetzt wirklich Strömung drauf. Das sind bestimmt 2, knapp 3 km/h Fließgeschwindigkeit. Und genau dieser Punkt, wo der Abriss entstanden ist, fließt das Wasser nach unten, gräbt dadurch aus und wird beruhigt. Und genau an diesem Punkt möchte ich meine Köder zum Liegen bekommen. Und da müsst ihr am meisten drauf achten. Die Flucht ist ganz wichtig. Wie stehen nachher meine Ruten? Die stehen so. Auch das ist wichtig zu beachten. Deswegen nutze ich immer den ersten Stock als höchsten, um nachher die Schnüre da aufzulegen
Dadurch bekommen wir sie raus und die Strömungskante schaue ich jetzt immer wieder mit dem Auge an und sehe aber erst wirklich final, ob alles passt, wenn ich meine Köder ausgelegt habe. Jetzt kommt der dritte Stock noch. Das wird jetzt immer interessanter, weil es dann fast 1,80 Meter ist. Da tasten wir uns jetzt mal langsam ran und dann können wir Köder holen und die erste Rute setzen. Jetzt will ich euch mal den ersten kleinen Abriss zeigen und das ist das, was wichtig ist. Es ist kein Fake oder so. Das wird jetzt halt immer Stück für Stück tiefer. So, und hier bin ich schon drinne. Und das sind diese Kanten, die gilt es zu finden im Fluss. Nicht diese Kanten von 3 auf 5 Meter. Das sind ehrlich gesagt uninteressante Kanten. Denn der Waller muss da mit viel Kraftaufwand schwimmen. Hier in diesen kleinen Bodenunebenheiten, 20, 30, 40 Zentimeter, kann er sich hinlegen, kann ein Stück schwimmen, hinlegen, ein Stück schwimmen und so weiter. Und kann immer mit der Bartel schon prüfen, was oberhalb dieser Kante geschieht. Hier setzen die Köder nachher, wie gesagt, mit dem Hosen, genau an diesem Punkt, wo dann der Abriss das erste Mal runtergeht, eigentlich nicht wegen dieser eigentlichen Kante, sondern, das ganz wichtig, wegen der Strömung. Genau dort, wo sich die Strömung kurzzeitig beruhigt. Hier ist noch richtig Dampf drauf. Das heißt aber nicht, dass auch Waller nachts durch so flaches Wasser schieben. Auch immer wieder, wenn ihr unterwegs seid, gerade in den Sommermonaten, flach angeln. Weiter geht's. Ja, hier außen ist natürlich richtig Strömungsdruck vom Fluss. Aber wie gesagt, der Bambus, selbst wenn er vibriert, ist nur der Fixpunkt zum Umlenken. Gut, er vibriert, aber alles noch im Rahmen. Gut, ich habe jetzt als erstes den Köder erstmal ins Wasser gesetzt, natürlich. Der Schwimmer ist fest, das hatte ich euch erzählt alles. Und jetzt halte ich nur den Gummi fest und den Wirbel mit der Reißleine. Und jetzt fahre ich erstmal an den ausgewählten Spot. Es kann durchaus sein, gerade wenn man das so das erste Mal macht, dass man, wenn man die Ruten durchgespannt hat, sieht, dass der Winkel nicht passt, dass die Köder dann zu sehr im Stillwasser sind oder in so einem Kehrwasser. Dann muss man den sauren Apfel beißen, die Ruten wieder reinholen, Stöcke umsetzen und so weiter. Denn es ist elementar wichtig, eine konstante Strömung zu haben. Genau dieser Punkt, wo es beruhigt wird durch den Abriss, was ich euch schon erklärt habe. Hier seht ihr das vielleicht. Ganz wenig Strömung, 2,60 Meter Wassertiefe. Und jetzt lasse ich den Köder hier stehen. Und das mache ich ganz einfach, indem ich nur Schnur gebe. Schnur geben, konstant, und fahre dabei auf meinen Stock zu. Hier kommt er jetzt hoch. Hier bleibt er. Hier geht es jetzt hoch. Da lassen wir unseren Köder. Und da wir das nie vom Winkel her, vom Ufer aus anangeln könnten, mit dem Schwimmer, helfe ich mir, wie gesagt, diesen alten Netzschwimmern, Oberflächenposen, wie auch immer man das nennen möchte, einen Bambusstock dazu und habe dann diesen Winkel. Das ist ein mega geiles Angeln, weil der Köder fast schon naturgetreu an diesen Abriss präsentiert wird. Der kann da jetzt auch schön hin und her pendeln. So, und bevor ich jetzt meine Reißleine einhänge am Stock, nehme den Gang raus und lege die Distanz fest vom Stock auf den Schwimmer. Knicklicht, Schlag, drüber, fertig. Das ist alles. Vorne dran mein freilaufender Wirbel mit der Reißleine. Auch hierzu kleiner Tipp, verwendet lieber eine Etage weniger, also sprich etwas dünner die Reißleine. In dem Fall 0,35er alte Karpfenschnur. So, und jetzt seht ihr das. Bis zum Stock spannen wir jetzt durch. Und vom Stock bis zum Köder hängt die ganze Schnur durch. Hier liegt sie jetzt noch auf meinem Rücken. Ja, so soll das sein. Ich stehe genau auf der Strömungskante. Auch dazu halt wieder immer wieder geiles Arbeiten mit der HF20. Kann ich alles schön justieren. Gerade wenn ich viel alleine Routen setze, geht das doch deutlich angenehmer wie mit jeder stationären. So, die Schnüre legen wir außen dran.
selbst wenn die jetzt nicht in der richtigen Höhe liegen, ist das nicht schlimm. Wir fahren ja noch mal hin und dann justiere ich mir das hier. Erste Rute haben wir fertig. Hier seht ihr jetzt wieder schön die unterschiedlichen Höhen. Die weiteste liegt am höchsten und dann alle anderen Routen dementsprechend tiefer werden. Wenn jetzt ein Biss kommt, zieht sich die Schnur oben über die andere hinweg. Und wir können rausfahren zum Drehen. Auch das, ja, das passiert häufiger, dass die Schnur da mal kurz hängen bleibt an den Schwimmer, wenn der abzieht, an den anderen. Das ist aber in der Regel nicht schlimm. Ich fahre dann dahin und hebe das drüber und da geht das meistens relativ unkompliziert. Aber man muss hinfahren, also nicht anfangen da umherzuzerren. Hier haben wir jetzt die 3 Meter Kante. Genau hier, wo es runter geht, beruhigt sich das Wasser. Das sieht man jetzt sehr schön an der Verwirbelung. Und hier, direkt da, ist dann unser Köder. So haben wir es geschafft, mit einer ganz einfachen Methode diesen Winkel zu verändern. Und darum geht es. Letzte Montage, die wir so fischen, in den Abriss drinnen. Man kann auch, wenn man neu am Fluss ist, was ich sehr gerne mache mit diesen Stöcken, wenn ich mir nicht sicher bin, wo fressen die Fische, fressen sie wirklich oben im Abriss oder unten. Dann mache ich ganz gerne so, eine Oberfläche, eine Oberfläche, eine Oberfläche. Idealfall wäre natürlich sogar andersrum. Wir machen heute 3 Routen bis ab mit der Unterwasserpose und 3 Routen in den Abriss rein mit der Topboardmontage. Erstens mal, weil wir Sommer haben, alles voll mit Meerelchen ist. Da malen wir uns die besten Chancen aus, dass die Waller nachts hochkommen. Okay, ich habe mich erstmal umgezogen. Kommen wir zum Tackle-Check. Was habe ich mit? Ich habe genau dasselbe Tackle mit wie immer. Die 2,70 Meter, das Stone, auch die nehme ich zum Spannen. 2,80 Meter Kette-Tack habe ich dabei. Dann habe ich natürlich überall die HR20 drauf, Hulkline 055. Kleine Besonderheit, ich nehme die Schlagschnüre weg. Erstens mal brauche ich es nicht und zweitens mal ist jetzt Mitte Juni immer noch diese Pollenpappeln unterwegs und dadurch, dass da so viel Schnur auf der Oberfläche dann schwimmt, habe ich sehr häufig das Problem gehabt, dass sich das so auf die Schnur setzt und dann der Verbindungsknoten zwischen der Hulkline und der Schlagschnur mir Probleme bereitet hat, gerade im Drill. Und deswegen fische ich eigentlich meistens da keine Schlagschnüre on top. Ja, ich habe die Rutenhalter dabei, natürlich mit einem Rückschlagschutz. Das ist relativ wichtig, denn wenn wir Bisse bekommen, die Stöcke stehen flussauf. Wir haben das jetzt hier, weil das am besten ging, von dem Winkel her gerade rausgezogen. Aber vom eigentlichen Fischen her ist es immer besser, sowas von unten, also gegen die Strömung, anzufischen. Deswegen die Rutenhaltertasche dazu, Soli-Broli-Stuhl haben wir dabei. Was ich echt nicht mehr missen möchte, ist der große Rucksack. Denn nimm mal das Tütengeschleppe und Mist, das hat mich immer aufgeregt, gefühlte 5000 Tüten dabei. Dann hat man keine Hände mehr frei gehabt für den Sprit und so weiter. Und das ist top. Ich habe jetzt immer den Rucksack dabei, da packe ich mir das Nötigste ein, den setze ich auf. Dadurch habe ich dann die Hände frei, kann Reservesprit, die Treppe mit runternehmen und brauche dann nicht zweimal zu laufen. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man das ein paar Mal macht, das erleichtert einen schon dann die Arbeit. Gut, was geil ist natürlich bei dieser Art der Präsentation, ich kann jederzeit hinfahren, das kontrollieren und ich merke, wenn sich etwas zusammenbraut. Ich merke sehr oft, wenn Bisse sich ankündigen, indem vorher die Futterfische, die eh schon da sind, nervös werden. Und das ist auch ein ganz wichtiges Indiz dazu. Achte da drauf. Und ich würde sagen, wir gehen uns jetzt mal den Platz genau noch mal anschauen aus der Vogelperspektive. Dafür nehme ich Zettel und Stift. So viel Zeit haben wir dicke noch. Und dass es solche Strukturen nicht nur am Po gibt, dies gilt zu finden.
ich habe euch mal den Plan rausgesucht von dem Platz, wo ich euch das erklärt habe mit den Umlenken für die Unterwasserpose. Und da ist gleich wieder eins interessant und deswegen habe ich euch das rausgesucht. Mir geht es ja immer wieder darum, Verständnis für das zu bekommen, was man macht. Konstant Fischfang. Es gibt natürlich immer Nächte, wo nichts geht, das gehört einfach dazu. Aber es geht ja darum, Gewässer lesen zu lernen. Und diese Sandabrisse, wie ich sie euch hier beschrieben habe, bei dem Film mit den Umlenken, da sieht man mal wieder, was sehr oft passiert. Dieser Abriss wird immer flacher. Der Fluss hat zwar denselben Wasserstand oder einen ähnlichen Wasserstand wie im April, wo ich euch das gezeigt habe, aber es verlandet. Solche Plätze sind nie lange da. Die variieren. Das schiebt sich mal hier hoch, mal hier rüber, dann ist er komplett weg. Der nächste Wasseranstieg kann schon dafür Sorge tragen, dass der ganze Bereich weg ist. Jetzt aktuell ist der nämlich etwas flacher geworden und auch dieses ganze Stück, 4,50 Meter, ist mittlerweile utopisch, tiefste ist 3,20 Meter. In Deutschland ist das Hauptproblem, dass viele Gewässer bebaut sind. Nichtsdestotrotz habe ich solche Sandabrisse auch im tiefsten Osten mal gefunden, wo ich in Polen unterwegs war. Und diese klassischen Plätze, die gut aussahen, Naturufer, tiefe Steinpackung, haben mir nichts gebracht und ein Abriss von 80 cm auf 220 war dann der Bringer. Also immer sowas im Hinterkopf behalten, auch wenn es erstmal relativ flach und eintönig aussieht. Heute haben wir es im Prinzip ähnlich gemacht, deswegen brauche ich euch das gar nicht so weit erklären. Ich habe drei Unterwasserposen auf die flache Sandbank gezogen, zwischen 1,50 Meter bis maximal 2,30 Meter Wassertiefe. Hier außen, wie gesagt, die Stöcke genutzt, damit wir unsere Schwimmer schön in diesen Strömungskanten präsentieren. Hier vorne haben wir dann noch 2,20 Meter, 2,70 Meter und hier hinten der tiefste Punkt ist 2,80 Meter, wo jetzt unser Köder präsentiert wird, bevor es gleich wieder hochgeht, aktuell auf 1,10 Meter. Das sind Plätze, die kommen sehr schnell und sie gehen aber auch wieder sehr schnell. Und sie sind aber gerade, wenn die Wassertemperatur noch so ist wie bei uns, sehr interessant. Wenn das Wasser noch heißer wird, ist es dann meistens so, dass hier unterhalb in diesem Bereich, wo es sich beruhigt, die Wassertemperatur zu hoch geht und dann ist zu wenig Sauerstoff hier und dann meiden Fische diese Bereiche. Auch im Hinterkopf behalten. Jetzt Mitte Juni. Die Fische müssten durch sein mit der Laich. So richtig kann man das ehrlich gesagt noch gar nicht wissen, weil wir verbissene Fische hatten in den vergangenen Tagen. Aber wir gehen erstmal davon aus und wenn sie eschen wollen, ist hier der Tisch reich gedeckt. Und so sieht der ganze Platz von oben aus. Und wir machen uns jetzt erstmal was Schönes zu essen und genießen hier die Stimmung am Fluss. Ja, leider kann man nicht immer alles wirklich so filmen, wie es passiert. Boah, die Pumpe geht. Manni, da hinten ist ganz cool, glaube ich. Da draußen hat sie jetzt einen Schlag getan, genau neben unseren Köder und dann ging die einmal runter. Ich glaube, der war entweder genau nebendran oder es war unser Köder, die Attacke, das wissen wir nicht. Hing auf jeden Fall nicht, aber es ist Wahnsinn. Da geht einem echt wirklich die Pumpe, den haben wir da draußen gesehen, das war der mittlere Stock. Der mittlere Stock auf 2,50 Meter, schöner großer Schwall. Jetzt lassen wir aber trotzdem erstmal Ruhe reinkommen, weil wir nicht wissen, ob es wie gesagt unser Köder war, ob es nebendran war. Dass ein bisschen Ruhe drin ist, aber nichtsdestotrotz, ich fahre da nochmal hin, kontrollieren und drückt uns die Daumen, dass da was kommt. Ja, auch das passiert, gerade fertig geworden mit Essen, klingelt einmal an. Ganz komisch, war ein bisschen mehr wie der Köderfisch, dann war aber wieder Ruhe. Jetzt die Ruten abgefahren und da hängt ein Mini drauf. Mal gucken, ob er noch da ist. So, das ist jetzt Nudling für Fortgeschrittene. Schön auf mit dem Drilling. Lass den am besten draußen, den Schwimmer. Ja, und da haben wir den kleinen Frechdachs. Auf der 3 Meter Kante kam er. Die Generation von morgen. Nicht nur der Lukas, sondern auch der hier. Gut, dann soll er seine Oma vorbeischicken.
und wir bestücken die Route neu. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Im letzten Licht haben wir jetzt nochmal die Routen kontrolliert, den kleinen Fisch abgemacht. Hier ist der erste Schwimmer, da der zweite und jetzt seht ihr, glaube ich, nochmal ganz schön, das ist diese Strömungskante. Hier seht ihr das. Es ist noch Strömung auf den eigentlichen Posen, Köder, aber ganz langsam fließend. So soll das aussehen. Wir sind guter Dinge, dass man vielleicht noch was nachlegen kann. Ja, wir haben jetzt alle Routen kontrolliert, den Mini befreit und vorhin die Aktion hat uns wirklich den Köder doch geklaut. Also er war auf der Route, also deswegen gab es da diesen Schlag. Okay, hat sich nicht gehakt, auch das gehört leider dazu. Wir gehen jetzt hier in die Wartestellung, machen die Knicklichter noch zurecht. Bin echt mal gespannt, ob wir noch die Chance auf einen guten Fisch bekommen, ob die wirklich aktiv werden. Weil das ist schon, also für mich immer wieder, ja, so Königsdisziplin. Weil es ist sehr häufig so, dieses Sommerangeln kann auch extrem undankbar sein. Dass wir vielleicht Waller hören, aber trotzdem keinen Biss bekommen. Auch das kann passieren und das sogar mehr wie einmal. Das liegt an den extremen Nahrungsgrundlagen, gerade hier am Grande Fiume. Ja, da ist es immer so ein bisschen doch wie der Lucky Punch, dass er immer dann deinen richtigen Köder, also deinen, attackiert. Viel kann man da noch rausholen beim Spinnfischen. Und dann gibt es viele Phasen, wenn das so extrem heiß ist, wo die gar nicht unterwegs sind und auch nicht hochkommen. Jetzt Mitte Juni, das passt noch so weit, also von den Bedingungen her. Ja, und jetzt wie gesagt, auch wichtig bei so einer Angelart, es sollte windstill sein. Das ist ganz wichtig. Ich habe noch nie Waller wirklich fressen gesehen, wenn der Sturm war oder Wind. Und ja, also Starkregen würde ich dann auch immer eine Etage tiefer fischen, falls dieser anstehen sollte. Meine Regenschauer ist natürlich was anderes. Aber ja, wie gesagt, wenn da was Größeres kommt, dann würde ich lieber eine Etage tiefer angeln, eher wieder Standplätze befischen. Gut, da hinten an unseren Stöcken, wie gesagt, immer wieder ganz viele Aktivitäten von Köderfischen. Baller haben wir jetzt noch gar nicht gehört, obwohl wir den ersten fangen konnten, obwohl es natürlich ein extremer Mini war, der drauf hing. Aber der andere, glaube ich, der war schon nicht schlecht, der uns den Köder geklaut hat. Daumen drücken, Jungs. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Schlauchboot. Einen wunderschönen guten Morgen, ja, aus den sonnigen Italien. Bis Mitternacht waren wir noch zusammen und nach Mitternacht ging das los und das Wasser ist wirklich, ja, noch mal ein gutes Stück zurückgegangen und das ist auch immer ein Problem, gerade beim zeitigen Sommer, dass die dann für die Kanäle relativ schnell und unkontrolliert Wasser abpumpen. Dann kann das Wasser durchaus mal 30, 40 cm fallen. Die Köder sind zwar fit, aber Walleraktivitäten, Futterfisch, nervöse oder sonst irgendwas, war gar nichts die Nacht. Man hat gedacht, es ist kein Fisch mehr im Fluss. Gestern Abend war ein bisschen Aktivität. Das war das eine, wo dieser Schlag war, da war der Köder dann weg und den einen Mini hat man. Aber unterm Strich ist es zurzeit wieder dieses, ja, ich sag dazu gerne undankbares Sommerangeln, wo man viel unterwegs ist, tagsüber Köderfisch organisiert. Das probiert, hier probiert, einmal eine tiefe Steinpackung, wo man denkt, die Fische liegen da, dann versucht man Sandbänke und so weiter. Man kann seine Fische fangen, aber es ist sehr oft, gerade bei diesen Bedingungen so, dass man diesen Biss haben muss, durchzuziehen. Das ist einfach so. Es kann sein, dass das hier jetzt heute Abend wieder abgeht. Das ist halt dieser ganz schmale Grat, was mir mehr wie einmal passiert ist,
Dann packt man hier zusammen, setzt sich rüber in die Steinpackung, weil der Sand nicht so gut war. Und dann hört man sie nachts wieder auf der Sandbank fressen, dann baut man einen Tag später wieder um und so weiter. Das gehört dazu. Das ist nun mal Wallerangeln. Mit diesen Stöcken gibt es noch ganz viele andere coole Möglichkeiten, um seinen Aktionsradius zu erweitern. Ich hoffe erstmal, dass ihr das mit diesen Topwaterangeln so für euch auch umsetzen könnt, denn es ist nicht nur umsetzbar mit einem lebenden Köderfisch, sondern auch mit der Taubombräsentation. Gerade so an den Flüssen wie Elbe, wenn ihr eh kein Boot nehmt und so, ist das echt eine coole Option, in diesen Radius reinzukommen, hinter den Buhendrehern, wo das Wasser wieder anfängt zu beschleunigen. Aber wie gesagt, dazu können wir auch gerne separate Videos machen. Wir trinken jetzt unseren Kaffee. Und dann bauen wir mal langsam hier unsere Schattenbehausung ab, machen heute einen neuen Platz und was uns da alles passiert, erfahrt ihr in den nächsten Videos. Bis dahin sage ich alles Gute, euer Benni. Ciao.